Willkommen bei einer weiteren Folge Star Trek Fires at Star Trek. Wir sind tatsächlich in einem Raumschiff gestrandet, wie es denn aussieht. Was wird uns denn um Gottes Willen noch? Oh. Oh my fucking goodness. Ich weiß nicht, ob es falsch war. Oh, ich hab meine Zauber noch. Das ist schön. So, dann gucken wir doch mal, was Unbekannt so drauf hat. Und wir kämpfen tatsächlich gegen Mechs. Aha, okay. Gräne, Wirbel, Stärke, Schläge. Wie viel MP hat er? Okay, er hat nicht sonderlich viele SP. Was soll das denn sein? Oh weia, das sind ihre speziellen Wachhunde und die sind keineswegs so schwach, wie sie aussehen. Und ich habe keine Ahnung, wie ich gestern gesprochen habe. Ich spüre kein Leben in ihnen, als bestünden sie nur aus einer leeren Hülle. Fast. Das ist richtig, diese Dinger bestehen nur aus Metall und diese Flugfestung scheint sie zu kontrollieren. Mein Schwert ist sicher nutzlos gegen ihre Eisenrüstung, aber ein paar nette Zaubersprüche werden ihnen schon den Rest geben. Danke für diesen Wink mit dem Zaunfall. Deine Ruhe möchte ich haben. Außerdem freut es mich, dass dieses Spiel langsam zur Farce wird. Nein, dass ihr alle... Okay. Wohl etwa der gleichen Ansicht seid wie ich, dass das hier eigentlich total fehl am Platz ist, dieses ganze Setting hier. Aber was soll es? Wir werden es uns trotzdem nicht nehmen, dieses Spiel fertig zu spielen. Alter, wie viel halten diese Ficker denn aus, hey? Wow! Sie nehmen mich auseinander! Gut, ich stelle mich gerade aber auch ein bisschen blöd an, muss ich sagen. Also. Holy Mother! So, wir werden jetzt mal den Eruptionszauber nochmal einsetzen. Du wirst Dara nochmal heilen. Yeah! One down! Okay, Feuersturm. Ich weiß es nicht. Probieren wir es mal aus. Weil der Typ, der Drachenpranke, möglicher Tod. Ich weiß es nicht. Ich mach mal den Reis dann trotzdem weiter. Oh, what the fuck? Der Feuersturm, der gar kein Feuersturm ist. Okay, dann würde ich sagen, werden wir den Steuersturm, genau, den Feuersturm beibehalten. Und da ist er Stufe 28 geworden. So, ansonsten möchte ich mal gucken, ob hier irgendwas rumgeiert. Eine Rotwurzel, okay. Was kann diese? Rotwurzel. So, ich werde jetzt erstmal alle Kastanien, die ich habe, aufbrauchen. Wo ist denn die rote Wurzel? Hallo? Ah, hier. Halt gesamte MP der Gruppe. Ah, ich habe übrigens gestern Weißminzen gekauft. Die heilen die gesamten HP der Gruppe. Das ist natürlich nice. So, anscheinend war das ein gescripteter Kampf. Ich habe nichts falsch gemacht. Doch, trotz allem möchte ich mal kurz gucken, ob es denn hier irgendetwas gibt. Ansonsten möchte ich mich für den, Fauxpas gestern entschuldigen, dass die ersten 4 Minuten mein Bild weg war. Aber im Endeffekt ist es auch gar nicht so schlimm. Ihr habt nichts verpasst. Lass mich raten. Ich muss kämpfen. Natürlich. Gucken wir mal, ob wir nun gegen noch größere Mechs kämpfen dürfen. Nein, es sind die gleichen wie gerade eben. Bis gleich. Wow, ich habe gerade mal mit, wie heißt, ach, Unbekannt, genau. Ja, mit Unbekannt die Drachenpranke eingesetzt. Möglicher Tod kann eintreten auf alle Gegner. Das hat jetzt zwar nicht ganz funktioniert, aber er hat knapp 400 Schadenspunkte pro Gegner gemacht. Und das ist natürlich äußerst nice. Doch, was wird uns noch alles erwarten in diesem frohlockenden Raumschiff? Werden wir es erfahren? Werden wir den Mond erreichen können? Oder sind wir auf ewig gefangen? Mit Jason Voorhees eventuell. Oh, was ist das denn? Ah, Laserschranken. Okay. Die Frage ist, links oder rechts? Ja, da ich sonst immer rechts gehe, werde ich jetzt einfach mal links gehen. Ah, okay, es ist
scheißegal anscheinend, wo wir hingehen. Und es wird Zeit für einen weiteren Kampfer. Eventuell was Neues. Nein, es sind diesmal drei von ihnen. Na gut, ich lasse den Kampf jetzt einfach mal drin, sage ich. Dann kann ich euch mal die Drachenpranke vorführen. Also wenn es trifft, trifft's gut. Wow. Wow! So sind die Gegner eigentlich überhaupt kein großes Problem mehr. Und vor allem mit Dara, seinem Feuersturm, sowieso nicht. Ich würde es nicht wundern, wenn wir am Ende herausfinden, dass da in Wirklichkeit ein Cyborg ist. Oder dass wir vielleicht irgendwann selber irgendwelche Riesen-Mechs steuern können. Das ist natürlich... Das wäre natürlich ganz fantastelement. So, die Frage ist, komme ich irgendwie da außen ran? Ich würde jetzt einfach mal vermuten, nein. Kenpachi Graves hat mir geschrieben, weil ich des Öfteren meinen Kommentarstil erwähne, dass ich ihn scheiße finde. Er hat mir geschrieben, wenn mein Kommentarstil wirklich so scheiße wäre, dann wäre meine Zuschauer gar nicht mehr bei mir. Das ist wohl richtig, vielen Dank. Was habe ich gefunden? Eine Weißminze? Okay, hier liegen einige Rotwurzen und Weißminzen rum. Das ist natürlich schon ganz schön schnuckelig. So, dann tun wir das Ding mal einschalten. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich kämpfen. Natürlich. Bis gleich. So, es geht weiter mit dem oberen Teleporter. Außerdem fand ich es sehr amüsant, dass viele von euch die gleiche Ansicht haben wie ich. Was, what the... Bitte bestätigen Sie den Aufgabecode. Hä? Hä? Ich glaube, ich weiß, was die Stimme will. Siehst du die Farbfelder? Wir müssen die Tasten in der richtigen Reihenfolge drücken. Toll, und welche? Keine Ahnung, lass uns mal in den anderen Räumen nachsehen, ob es da irgendwo Anhaltspunkte gibt. Aber geh bloß nicht weiter. Das könnte sonst böse enden und wir könnten sterben. Gut, da oben ist blau. Deswegen gehe ich aus, dass blau das letzte ist. Ich weiß es nicht. Hier ist gar nichts. Ja, deswegen, also ihr habt euch sehr brüskiert, beziehungsweise sehr, ja, was heißt brüskiert nicht? Ihr wart verwundert, dass wir auf einmal im Weltall waren. Ich hatte es ein paar Minuten vorher noch spaßeshalber angeteasert und tatsächlich ist es dann Wirklichkeit geworden. Naja, schauen wir mal, wo uns das Spiel noch überall hinbringt. Blattrix FB, auch ich mag Sci-Fi. Da oben ist weiß, glaube ich. Ach du Scheiße, mit welcher Reihenfolge soll das denn in Verbindung stehen? Gibt's hier was? Nein. Weil, also ich auch, ich mag Sci-Fi, ach du Scheiße, ich war jetzt nie wirklich der, ja, Star Trek oder was Typ, aber ich bin natürlich mit Star Wars groß geworden, und mit relativ vielen Animes, die was mit Mechas zu tun haben, sei es Full Metal Panic, Gundam Wing oder wie die ganzen neueren Sendungen dazu heißen. Code Geass natürlich. Also es gibt Darling in the Franxx. Es gibt tausende von Anime mit Mechas drin, weil Mechas einfach geil sind. Und auch ich liebe das, natürlich. Auch Mecha, also auch Spiele, wo wo es darum geht, sei es Xenosaga, Xenogears oder Xenoblade Chronicles oder was, ist einfach geil, ne? So, jetzt tun wir mal hier ein bisschen aufheilen, weil hier kommt wahrscheinlich wieder ein Kampf. Ich lasse dir jetzt mal drin ein bisschen zum Erzählen und Hustenanfall. Oh Gott, was müssen meine Augen denn hier erblicken? Es ist eine Schutzwehr 02. Oh, ja, wir bleiben mal bei der gleichen Taktik, glaube ich, weil ich als erstes den Riesenmecker aus dem Leben prügeln will. Ja, jetzt solche neumodischeren Spiele, sage ich jetzt mal, wie jetzt als Beispiel, wie heißen sie denn? Wie sieht's aus bei mir? Scheiße. Einer wird sterben, glaube ich, jetzt. Deswegen werde ich jetzt mal, weil wir ja so viele davon gefunden haben, eine Weißminze benutzen. Und, ja, also diese ganzen wie Titanfall oder was, oder keine Ahnung, diese Spiele sind jetzt nicht unbedingt mein Metier. Aber das macht ja auch nichts, würde ich sagen. So, wir tun jetzt mal Dara heilen.
In der Hoffnung, dass der Riesenmecker bald aufgibt. Oh Mann, diese Gegner halten schon wieder zu viel aus hier. Mistel auf. Unbekannt. Oh, ich habe den falschen anvisiert. Mäh. Weil diese beiden machen nicht wirklich Damage, deswegen sind sie eigentlich mir auch relativ Wurst erstmal. Ja, aber ich glaube, es wird nicht so einfach, wie es aussieht. So, wir machen jetzt mal... Ich wollte eigentlich hier... Ding einsetzen, aber das wird nichts. Wir müssen Darre heilen. Darre! Alter, wie viele verfickte... Danke. Lebenspunkte haben die. So, wir werden jetzt mal die Drachenflanke einsetzen. Bam, bam, bam. Ja, das macht nicht wirklich Schaden. Okay, dann einen Feuersturm und dann sollte das Thema gegessen sein. Jo. Wow. Yay. Ich habe anfeuern gelernt. So, hier ist eine weiße Plate. Wo ich allerdings noch nicht weiß, was sie denn eigentlich tun soll. Ach so. Hab ich gar nicht bemerkt. So, dann schalten wir mal das Ding. Diese Schalter müsste doch auch irgendeine Funktion haben. Drück ihn mal. Was werden wir? Moment, da ich ein unglaublich schlechtes Gedächtnis habe, in manchen Dingen zumindest, muss ich mir das kurz mal aufschreiben. Bis gleich. So, ich weiß nicht, ob ich das mir richtig zusammengemeißelt habe, weil man die Farben relativ schlecht erkennen kann, ehrlich gesagt. Aber... finde ich zumindest. Ihr habt natürlich wieder eine andere Meinung. Ja, White Wolf hatte mir geschrieben, weil ich es angebracht hatte, dass ich mal eventuell Helden Let's Playen möchte. Oder weil es mir nahegelegen wurde, dass ich Helden mal LPen soll. Mir wurde davon abgewarnt. Was heißt abgewarnt, will ich jetzt nicht sagen. Da oben war es, ja. Mir wurde nicht abgeraten. Ich habe jetzt nur ein bisschen auch selber recherchiert und, ja. White Wolf hatte mir geschrieben, dass wenn ich Helden spielen möchte, dass ich mich darauf extrem vorbereiten soll, weil Helden vom Balancing, was das Gameplay angeht, noch schlimmer ist wie diese Spiele hier. Und deswegen muss man viel grinden und es gibt viele Bugs und man muss viel grinden und, nein, ich werde es höchstwahrscheinlich nicht LPen. Ansonsten noch ein paar Vorschläge habe ich noch von ihm, glaube ich, bekommen. Zwecks Spiele wie Wild Arms, Legend of Legaia, Grandia oder Chrono Trigger könnte ich zum Beispiel LPen. Das wäre natürlich auch eine sehr gute Idee. Wobei ich am Überlegen bin, ob ich heute vielleicht mich mal wieder daran setzen soll und vielleicht mal ein bisschen Persona weiter aufnehmen soll. Was allerdings erst später hochgeladen wird. Also nach diesem Projekt irgendwann. Und außerdem hat mir Leak Clips geschrieben. Ich grüße dich. Ja, Damon ist, also Damon, der Typ, für dessen Name ich mir gestern nicht merken konnte, ist Jamons Vater. Tarion und Jamon sind Brüder. Es wurde wohl anscheinend in der Szene mit dem großen Feuer schon mehrmals angespielt oder erwähnt. Ja, kann sein. Vielen Dank. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt wissen wir es. So. Also. Okay, bitte bestätigen Sie den Code. Also ich habe mir jetzt aufgeschrieben, erstere Male. Muss ich hier was drücken? Orange? Moment. Aha. Also, orange. Grün. Okay, das war schon mal falsch. Fuck it! Also ich weiß nicht, ob ich mich blöd angestellt habe oder nicht, aber wir werden es jetzt noch einmal probieren. Das muss ja ein einfaches Schalterrätsel sein. So, orange. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Orange. Warum? Ja, die Gegner geben zwar massig an Erfahrungspunkte, aber ich werde den Speicherstand neu laden, weil das ist deutlich einfacher wäre das. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Farbenrätsel überhaupt funktioniert. Ich habe jetzt alle erdenklichen Möglichkeiten ausprobiert und bin auf die Lösung gekommen. Und die wäre folgende. Es ist orange.
Blau, Orange, Grün, Blau, Orange. Die Farbenabfolge in dem anderen Raum, die uns angezeigt wurde, funktioniert nicht. Ich habe eher die Vermutung, es muss mit den Klängen übereinstimmen. But whatever. Eine Tür, welche Überraschung! Hängt doch etwas zu hoch dafür, oder? Das könnte die Lifter sein, also diese Aufzugstablettlifter da. Was ist das? Es leuchtet. Es könnte aber auch der Müllschacht sein. Weißt du, was das ist? Ich glaube, das ist so eine ähnliche Amulett, wie ich es trage. So eine. Damit kommen wir gewiss aus dieser Festung raus. Aha. Und wie? Lass mich nur machen. What the fuck? Wer zur Hölle ist dieser Typ? Warum bin ich in einem Raumschiff? Und was ist hier los? Aber es scheint tatsächlich zu funktionieren. Es macht zwar keinen Sinn, aber es funktioniert. Und plötzlich sind wir wieder vor der Mine. Wer sagt's denn? Wir sind draußen. Sieht aus, als wären wir in der Nähe von Anok. Anok? Ja. Dann lass uns mal dorthin gehen und uns ausrasten. Ich hab... Nein, ich werde jetzt nicht wie beim letzten Mal ausrasten. Dazu ist mein Halt noch zu sehr lediert. Ich habe schon lange nichts mehr gegessen. Du leidest wohl unter Gedächtnisschwund. Vielleicht. Wieso denkst du das? Anok und all die anderen Dörfer wurden längst evakuiert, davon solltest du eigentlich was wissen. Ach so? Naja, ich lebte einige Zeit in Gefangenschaft. Hatte ich dieses Weib also eingesperrt, weshalb? Ist eine lange Geschichte, aber das ist unwichtig. Ich habe furchtbaren Hunger. Können wir nicht irgendwo etwas essen gehen? Tja, auch wenn du nur davon ablenken willst, ich verspüre auch so etwas wie Hunger. Gut, dann lass uns erst einmal eine Stadt aufsuchen, die bewohnt ist. Sag mir wenigstens vorher deinen Namen. Hä? Wieso sagst du mir nicht erst deinen? Guter Versuch, aber diese Nummer zieht nicht mehr bei mir. Los, raus mit der Sprache. Oh, okay. Du kannst es ja ruhig wissen. Mein Name ist Alan. Alan Harper. Eventuell? Nein. Gut, dann gehen wir am besten nach Lysée. Da müsste zusammen mein Bruder sein. Was? Achso, ja. Ah, ich werde mich nie dran gewöhnen. Warte, du hast mir noch gar nicht deinen Namen verraten. Da! Jamon. Jamon. Jamon the Krug. Jetzt los, wir gehen am besten durch den Sumpf, das ist der kürzeste Weg. Oh yeah, Backtracking. Okay, wir... Ich hab erstmal den Scheißdreck hier speichern. Oh, das Haus ist frei und ich kann die Hütte plündern. Mit 5 Florenz-Substanzen. Wow. Hey, das bist ja du. Wusste ja gar nicht, dass du ein Straftäter bist. Nicht mehr. Normalerweise müsste auf dem Zettel dann auch sein wahrer, richtiger Name stehen, nehme ich an. Es sei denn, er wurde mit einem Synonym gesucht. Man weiß es nicht. Was haben wir hier? Was? Was zur Hölle war das? Meine Güte! Ist es so schwer, mir zu sagen, was hier los ist? Ja, die Kämpfe werde ich jetzt einfach mal hier... getrost hinter mich lassen, weil ich glaube nicht, dass diese Viecher mir noch irgendetwas... So langsam fühle ich mich von dieser Spinne verfolgt. Ich auch. Ich habe es am Anfang als schlechten Jumpscare abgewertet, aber mittlerweile glaube ich, dass die Spinne uns beobachtet. Und irgendetwas mit dem Raumschiff zu tun hat. Oh, das muss der Sumpf sein. Der Sumpf, er ruft, er guckt nach uns. Achtung, Sumpfgebiet, betreten auf eigene Gefahr. Bitte bleiben Sie auf dem Weg. Päh, solche Schilder sind sowas von sinnlos, als ob die Leute das nicht selbst wüssten. Naja, Parkverbotsschilder oder Behindertenparkplatzschilder interessiert auch niemand. Es gibt immer ein paar arme Geschöpfe auf guter Erde, die nicht so viel Verstand haben. Ja, und Schildermacher gehören wohl dazu, was? Hahaha! Was haben wir hier für neue nein, das sind die alten Glooms, glaube ich. Die Glooms. So, wir werden mit Berserker weiterhauen und dann mal... Ach, mit ihm machen wir gar nichts. Wir greifen einfach mal an. Denn Alan ist jetzt wahrscheinlich nicht so der... das Powerhouse, nehme ich mal an. Und ich muss ein bisschen Ressourcen sparen, denn ich habe zu viele davon auf Kampfstern Galactica verbraucht, als ich gegen diese Riesen-Mackers gekämpft habe.
Okay, weg mit dir. Ja gut, die nächsten Kämpfe werde ich wieder rausschneiden. Die Frage ist, ob es hier abseits der Wege etwas gibt. Tatsächlich, Blaubeeren. Njam, njam, njam. Gut, diese Gegner sind eigentlich ziemlich witzlos, weil sie geben so wenig Erfahrungspunkte, da lohnt es sich gar nicht, meine ganzen Ressourcen zu verbrauchen. Mir ist gerade aber erst aufgefallen, dass Dara jetzt Jammon heißt. Oder er heißt Jammon, aber Jammon. Aber es steht jetzt auch im Menü und im Kampfbild. Screen. Was ich ein bisschen schade finde, also wenn es euch nicht stört, würde ich erstmal gerne bei Dara bleiben, weil sein Name einfach leichter von der Zunge geht, wenn ihr versteht, was ich meine. So, was sind das für Lappenfiguren hier für Kasper? Nimm es! Dann kämpfe ich mal gegen dich. Ach so, wenn ich durch den Sumpf da... Stimper und junger Stimper. Okay. Da der Kreuzangriff relativ gut ist und die Drachenpranke vor allem, werde ich sie einsetzen. Naja, gut, okay. Bei den Viechern nicht wirklich. Wow, dafür, dass sie ihr Blätterkleid verloren haben, sind sie aber ganz schön pissig. Yeah! Und man muss sagen, die Gegner halten jetzt verdammt viel mehr aus. Also auch diese Gegner, also diese Gloom-Augenviecher von vorhin, die hatten so um die 600 HP. Quatsch, 400 meine ich. Das ist schon ganz schön ordentlich, muss ich sagen, für Standardgegner mittlerweile. Okay. 1000 Wege führen nach Rom, aber nur einer ist der richtige. Ich weiß es nicht, wo wir denn hingehen. Und ich habe ehrlich gesagt gar keine Lust. Die Gegner sind von dannen. Und wir sind einen Schritt weiter. Ja, die Gegner, die kratzen ganz schön an den Ressourcen, muss ich sagen. Also das ist schon extrem lästig, weil ich habe nicht mehr so viel. Also ich habe noch genug, aber macht das irgendeinen Status? Nein. Aber ich habe nicht mehr so viel Geld, als dass ich mir alles kaufen könnte, was ich haben will. Deswegen geht mir diese Zoom für ein bisschen auf die Keks. Und ja, ich werde vielleicht mal offscreen im... What the fuck, ein Zombie, den werden wir natürlich angreifen. Es sind geisterlose... Dinger. Kopflos, machen wir mal. Putz! Ja, macht guten Schaden, das ist okay. Wow. Naja gut, die Viecher kennen jetzt nicht wirklich was, sie halten nur sehr viel aus mal wieder. Oh ja, brauchst du um die 5, 6, 700 HP? Ich weiß es nicht. Ich denke, da bin ich mit dem Kreuzangriff eigentlich relativ gut ausgestattet, weil ich jetzt versuchen werde, sie in den Berserker zu, sie zu töten. Okay, das bringt nichts, also greifen wir ganz konventionell an. Ich wollte einfach mal gucken. Oh, what the fuck, Alter. Okay, das sollte jetzt aber eigentlich reichen, aber sicherheitshalber schmeiße ich mir noch ein Arnikum. Ach, zum Glück habe ich es getan. Es hätte nämlich nicht gereicht. Scheiße, halten diese Ficker viel aus. Alter, es reicht. Holy Mother! Alter! Reicht's, Alter. Verpisst euch mal, ihr verfickten Schwuchtelzombies, Alter. Was geht denn hier für ein Film ab, ey? Ja, die geben einigermaßen gut EXP. Das geht ab. Okay, erstmal große Heilungsrunde. Das war meine letzte Kastanie. Verpiss dich, Gloomy. Verpiss dich. Oh nein, da hinten liegt was. Oh, hier ist auch eine Schatzkiste. Wow. Gucken wir doch mal, was wir hier uns erfinden. Zwei Riten lagen hier drin. Moment mal, ich kann ja auch einfach hier durchlaufen. Spart mir Kampf. So, dann werde ich die Riten gleich mal einsetzen und unseren Angriff um 10 erhöhen. Ich meine, ist doch mir scheißegal, ob ich ein bisschen Schaden bekomme durch den Sumpf hier. Was ist los? Oh, er hält sich in Grenzen. So, allerdings werde ich mich trotzdem mal aufheilen. Gott, sind diese Viecher lästig. Meine Herrschaft, Zeiten noch eins. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Muss ich nach Norden? Muss ich nach Süden? Achtung, Sumpfgebiet. Ja, blablabla. Oh, nö. Ernsthaft? Wiederholen die jetzt das ganze Gespräch vom letzten Mal bei dem Schild? Oh. Wow.
wir sind irgendwo angekommen. Ich frage mich zwar, ob das gut oder schlecht ist, aber hey, wir sind angekommen. Die Musik. Achso. Ja. Anscheinend sind wir jetzt in Lycée angekommen. Lycée. Moment. Tut mir leid, die dürfen Sie nicht durch. Bringen Sie sich lieber in Lycée in Sicherheit, bevor Ihnen hier noch was passieren sollte. Ich weiß zwar nicht, warum ich hier noch Wache stehe, aber ich tue es einfach. Achso, wir sind in Anus, verdammt nochmal. Ja gut, in Anus gibt es natürlich... nicht mehr wirklich viel zu tun, glaube ich. Oh, Kräuterallee. Ist da vielleicht irgendwas Geheimes? Nein. Auch hier waren wir schon. Moment. Es hatte geheißen, ich soll durch die Burraschwälder. Ich werde mich kurz offscreen hier umgucken. Bis gleich. So, ich habe keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist überhaupt. Ich bin jetzt einfach mal nach Norden gelaufen und musste mich durch zwei Garuda kämpfen und bin irgendwo gelandet, habe allerdings keinen Schimmer wo. Gucken wir mal, ob es hier nach Lycée... Oh, na toll, die haben mir jetzt noch gefehlt. Wer ist da? Moment. Tyrion! Nein, halt, keinen Schritt weiter! Oder was? Oder was? Das ist ja... Oh Göttin, hilf uns! Ha? Huh? Eine schreckliche grüne Mütze! Was haben die plötzlich? Sie haben mich erkannt. Ja, und? Bist du begriffsstutzig? Ich werde überall im Land gesucht, daher dieser Aufstand. Ach so, deswegen gab es überall diese Schilder mit deinem Gesicht drauf. Nein, ich bin Popstar. Und jetzt müssen wir da irgendwie durch, ohne ein Blutbad anzurichten. Oh, was ist nur aus Dara geworden? Tauren hatte mir geschrieben, er findet es sehr traurig, dass Dara zu einem 0815-Charakter sich zu entwickeln scheint. Das heißt, am Anfang erstmal geil hier, pff, badass, und irgendwann später, oh Pussy, pff, ich muss jeden retten. Gefällt mir zwar auch nicht, aber was sollen wir tun? Bis gleich. Wagt es nicht, auch nur daran zu denken. Ich werde euch mit meinem Schwert in Stücke schneiden, ehe ihr nur mit den Muskeln zuckt. Sprach er und starb er. Das beeindruckt mich gar nicht. Da müsst ihr schon bessere Sprüche ablassen, Soldat. Ich bin Hauptmann Kareth und als persönliche Leibwache des Königs werde ich es euch nicht erlauben, einfach in unser Land einzumarschieren und unschuldige Leben auszulöschen. Also zügelt eure Zunge. Jetzt machst du mir ja wirklich Angst. Sieh mal, wie meine Knie zittern. Euer Spott wird euch noch vergehen. Engard! Wartet. Hä? Was ist das für eine Schwuchtel? Aber eure Hoheit... Ach du meine... Ich möchte unnötiges Blutvergießen vermeiden. Lasst mich mit ihm verhandeln. Okay. Mit diesem Abschaum, das kann nicht dir ernst sein. Lasst das nur meine Sorge sein. Und nun steckt euer Schwert ein. Wir wollen ihn noch dir nicht unnötig provozieren. So, ihr seid also der König? Ich habe euch anders vorgestellt. Ich euch ebenso, aber euer Auftreten ist in der Tat beeindruckend. Trotz der Anzahl eurer Gegner vor euch scheint ihr keinen Moment an eurer Stärke zu zweifeln. Sollte ich? Man sollte einen Mann nicht nach seinem Erscheinen beurteilen. Ich habe also recht, dann wäre dem nicht so, würdet ihr kein Schwert mehr durch herumtragen. Die Gerüchte sind also wahr. Ihr besitzt tatsächlich über keine Macht mehr. Wenn dem aber so ist, wieso wagt ihr es dann, mein Land zu betreten? Naja, der Plot hat mich hierher gebracht. Eigentlich geht euch das nichts an, aber wenn ihr es unbedingt wissen wollt, ich suche jemanden. Ich könnte mir nicht vorstellen, wem ihr hier zu finden hofft. Es ist nicht so, wie du denkst. Im Gegensatz zu mir genießt er ein recht bescheidenes Leben in Lycée. Ihr wisst, dass ich euch nicht so einfach erlauben kann, einen Fuß in die Stadt zu setzen. Das weiß ich selbst. Ich hatte nur gehofft, eine Weile unerkannt zu bleiben. Ha, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit eurem Ruf auch nur diesen Gedanken hegen könnte. Ihr hättet es besser wissen müssen. Hier kommt ihr auf jeden Fall nicht vorbei. Wow, welch Autorität! Das denkst du. Naja, man hätte sich auch einfach verkleiden können, aber... Naja. Unterwegs in Düsterburg hat es uns gelehrt. Und tschüss. Hä? Teleport? Wow! Hä? Hoheit, aber wie? Scheint, als hätte ich mich in ihm verschätzt. Er ist bis jetzt doch noch Macht. Ach was. Wir müssen sofort nach Lycée, euer Hoheit. Bestimmt hat er sich dorthin teleportiert. Nicht zu denken, was er da anrichten kann. Ihr habt recht. Wir gehen am besten auf dem schnellsten Weg zurück. Wo ist er denn jetzt hin?
Aha. Und was geschieht mit diesem jungen Mann? Wer bist du? Wieso bist du dem Hexer Darra gefolgt? Ich habe ihn nur aus einer Notlage befreit und bin ihm hierher gefolgt. Ich habe nämlich tierisch Hunger, müsst ihr wissen. Ha. Dann nehme ich an, du so ein Reisender bist. Natürlich darfst du nach Lycée einkehren, aber ich befürchte, dass bereits alle Betten in der Stadt belegt sein werden. Keine Sorge, ich habe ein Zelt bei mir und bin es gewohnt, draußen zu schlafen. Ich brauche nur etwas zu essen. Gut, du kannst uns gerne begleiten, es ist nicht mehr weit. Finden Sie das eine gute Idee? Immerhin hat er Darra begleitet. Vielleicht ist er ein Untergebener von ihm und will sich nur bei uns einnisten. Nein, das glaube ich nicht. Er macht auf mich keinen feindlichen Eindruck. Lasst uns es lieber aufbrechen, anstatt hier blöd herumzulabern. Wieso nennen Sie ihn nur Darra? Dass eine Verwechslung ist? Bestimmt nicht. Hat auch gut geklappt. So langsam beherrsche ich diese Teleportaktion so einigermaßen. Teleportation, ja. Zumindest erspart mir diese neue Fähigkeit eine Menge Ärger. Und jetzt sollte ich Nadan suchen gehen. Wo bin ich? Ach, hier. Die Frage ist, darf ich mich von den Wachen sehen lassen oder nicht? Ach so, ja, okay. Dann gehen wir einfach nach... Oh, oh. Oder kann ich die Wachen vielleicht aus den Socken kippen? Ich weiß es nicht. Ich könnte sie einfach ins Nirvana boxen. Kann ich hier rein? Nein. Kinder. Hallo, Kinder. Hier sind plötzlich so viele Leute, dass alles richtig aufregend, findest du nicht? Wie ich es hasse, darauf eine Antwort zu finden. Wie? Ach, nichts. What? Hey, toller Mantel. Wenn ich so groß bin, will ich auch einen haben. Ein Junge mit Stil, das gefällt mir. Ugh, mein Hals bringt mich um. Geschwister zu haben ist echt lästig. Da sprichst du mir aus der Seele. Ich wusste nämlich bis vor kurzem noch gar nicht, dass ich Geschwister habe, weil ich mein Gedächtnis verloren habe. Gehen wir mal in den Pub. Hello. Bist du vielleicht Torion? Nicht jetzt. Sprachstörung. Ein störenden Sprachfehler, den man schnell beheben kann. Hä? Muss ich das jetzt verstehen, oder? Ist der Barkeeper vielleicht einfach nur betrunken? Das könnte natürlich auch sein. Vielleicht sollte ich es mir auch angewöhnen, während diesem Spiel betrunken zu sein. Dann müsste ich es nicht über mich ergehen lassen. Oh, wir können aber... Oh, wir können vielleicht einkaufen. Was soll ich bloß kaufen? Am besten irgendwas, was dieses... Etablissement anbietet. Kann ich hier vielleicht Heilung... Oh ja. Gut, ich werde ein bisschen verkaufen und kaufen. Bis gleich. Naja, ich habe mich jetzt nicht wirklich großartig in meinem Einkauf erschwingt, aber es reicht, denke ich. Eine Gedenktafel, aha. Torion! Wo bist du, Torion? Oh, oh ja. Oh, oh, wir können neue Ausrüstung kaufen. Das ist natürlich mal was Tolles. Das sollte ich wohl auch in Erwägung ziehen. So, ein Melchior werden wir kaufen. Dann ein Runenschild. Schützt vor Elementangriffen. Das werden wir uns gönnen. Dann werden wir uns gleich mal ein bisschen aufrüsten. Mir wäre allerdings ein neues Schwert eigentlich ganz recht. Guckt euch mal diesen Angriffsboost an. Das werde ich auch einsetzen, Melchior. Es steigert nämlich meine heilige Kraft. Und die heilige Kraft wird mich wahrscheinlich etwas stärker in Magie machen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay, das sollte erstmal ausreichen, würde ich sagen. Gut, da ist eine Wache, da darf ich wahrscheinlich nicht vorbei. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum man sich nicht einfach eine Kapuze über den Kopf schmeißt, aber... Who I am? Wer bin ich schon, als dass ich das beurteilen könnte? Gibt's hier was? Nein. So, dann gucken wir mal, ob Torion vielleicht hier ist. Auch nicht. Dann bleibt nur noch eine Bruchbude zum Erkunden. Da ist auch nichts. Obwohl, hier können wir uns auch umsehen. Ich höre Stimmen, aber nicht von Torion. Ah, ist das lästig. Da geht auch nichts, aber wir finden 3 Seeren. Wow.
Okay. Gucken wir mal, ob er vielleicht in eingekehrt ist. Man weiß es nicht. Hallo? Verdammt, was soll das heißen? Alle Zimmer sind belegt. Tut mir leid, mein Herr, aber dagegen kann ich nichts machen. Wie kann das denn... Wie kann das denn möglich sein? Bisher gab es immer genügend Plätze. Möglich. Doch das war vor diesem ganzen Desaster. Jetzt belegen die Flüchtlinge die Betten. Und was soll ich tun? Mensch, wie lange dauert das noch? Sie haben doch ein Zelt bei sich. Schätzen Sie sich glücklich und genießen Sie die Natur. Aber ich schlafe jetzt... Ich schlafe jetzt schon tagelang in diesem Zelt. Irgendwann will man doch endlich mal an einem weichen Bett in einem warmen, geräumigen Zimmer. Also habe ich wohl eher mehr das Recht auf eine eigene Herberge. Was? Verpiss dich ja. Hey, was fällt dir ein? Hast du nicht mal alle Tassen im Schrank? Ich werde... Warte. Dunkle Augen, schwarze Haare, ein grimmiger Gesichtsausdruck. Das kann doch nicht wahr sein. Nein, unter diesen Umständen will ich hier nicht schlafen. Da ziehe ich einige Stunden in einem Ameisenhaufen vor. Auf Wiedersehen. Warum nicht gleich? Aber wir haben wirklich keine Zimmer mehr frei. Verdammt, ich will kein Zimmer. Ist mir ja zu teuer. Ich will bloß Auskunft. Auskunft? Ja, worüber denn? Ich wüsste nicht, wie ich euch helfen könnte. Sagen Sie mir bloß, wo ich jemanden namens Turion finden kann. Er soll hier irgendwo leben. Was? Sie wollen freiwillig zu einem Jäger? Schnauze jetzt! Entweder du sagst es mir augenblicklich oder ich fackle die Bude ab. Er lebt auf einer abgelegenen Insel östlich von hier. Wie komme ich da hin? Es gibt einige Bootsmieter hier in der Stadt. Einen bei der Schleuse, der ist allerdings gerade beschäftigt, und mein Schwager Talos an der nördlichsten Spitze. Du willst mich doch hier nicht etwa verarschen wollen. Ich weiß genau, dass im Norden nur schwer bewachte Soldaten auf mich warten. Also raus mit der Sprache. Natürlich. Ich wollte nur darauf hinweisen. Da gibt es natürlich noch ein Boot hier ganz in der Nähe. Na eben, wieso nicht gleich so? Wenn das nicht stimmen sollte, komme ich zurück. I'll be back. So, wir speichern den ganzen Schnu hier mal. Ja, und werden uns mal direkt, denke ich mal, zu diesem Boot begeben, was wir eventuell hier irgendwo finden werden. Hallo. Redet mit mir. Nein, ihr wollt nicht mit mir reden, dann habt ihr Pech gehabt. Was ist das für ein Spasti? Okay. Oh, was für ein gigantischer Anblick. Seht euch nur diese Festung da drüben an. Oh Mann, ich würde gerne da wohnen. Da drüben ist eine Insel mit einem Haus, vielleicht wohnt er da. Okay, mit diesem Boot sollte ich rüberkommen. Kann ja nicht so schwer sein. Moment. Wieso teleportiere ich mich nicht einfach? Ich bin ein Idiot. Ja, das bist du. Naja, ich muss mich noch immer an den Gedanken gewöhnen, dass ich Hexenblut in mir trage. Wir hätten uns 2 Minuten sinnlose Konversation ersparen können. But okay. Haben wir endlich Turion gefunden? Ist es tatsächlich sein Haus? Wird uns eine böse Überraschung hier erwarten? Und warum zur Hölle bewegt sich das Boot von ganz alleine? Na gut, es sind wahrscheinlich die Strömungen. Wir werden es herausfinden. Aber ich will nicht so sein. Wir werden noch ein bisschen weiter voranschreiten. Da es eine sehr kurze Woche ist. Hier sieht es ja furchtbar aus. Hier fehlt dringend eine Putzfrau. Leicht bekleidet vielleicht. Ja, Mann, bist du das? Wer spricht? Ah, okay. Was machst du denn hier? Die Frage müsste eher lauten, wie ich hierher gekommen konnte. Diese Stadt ist ja ziemlich bewacht. Sag bloß, du konntest unerkannt an den Soldaten vorbeikommen. Naja, ich habe es gehofft, aber dann ist mir dein Brötchengeber über den Weg gelaufen. Den König? Du bist ihm begegnet? Du hast doch nicht... Hey, für wen hältst du mich? Ich konnte mich vorbeischmuggeln. Von seinem Bruder erwartet man doch etwas Vertrauen. Ja, ich weiß, aber du musst auch bedenken, dass die Situation auch für mich vollkommen neu ist. Schließlich waren wir lange Zeit über Feinde. Du kannst also nicht erwarten, dass ich das so einfach aus meinem Leben streichen kann. Auf einmal? Weißt du, bis vor kurzem war ich der festen Überzeugung gewesen, dass du irgendwo dein Dasein fristest und darauf wartest, gefunden zu werden. Darum gab ich die Suche nach dir nicht auf. Ich war mir sicher, dich so vorzufinden wie an jenem Tag, an dem wir uns aus den Augen verloren hatten. Mann, war ich naiv. Nein, das warst du nicht. Ich weiß, dass wir als Kinder nicht besonders gut miteinander ausgekommen sind, aber wir zwei sind jetzt erwachsen und wir sollten beide endlich versuchen, uns zu verstehen. Selbst dann, wenn wir nicht viel gemeinsam haben.
Sag bloß, du hast die Gefahr nur auf dich genommen, um mir das zu erzählen. Nein, ich dachte nur... Schon gut, du hast ja recht. Wäre dumm, wenn wir als erwachsene Menschen noch immer streiten, als wären wir ungezogene Jungs. Ich frage mich nur, was unser Vater jetzt sagen würde, wenn er die Wahrheit kennen würde. Er kennt sie mit Sicherheit. Ich bin furchtbar müde. Ich werde dir morgen erzählen, was geschehen ist. Ich hoffe, du hast noch ein sauberes Plätzchen für mich. Hä? Klar, warum nicht? Ich glaube nicht, dass jemand auf die Idee kommt, dich hier zu suchen. Kein Wunder. Man würde es auch für ein verlassenes Geisterhaus halten. So schmutzig und verlassen. Bin mal gespannt, was es heute zu erleben gibt. Eine Kiste im Schlafzimmer. Ich hätte sie gerne. Hä? Seit wann bist du ein Frühaufsteher? Für eine gute Zigarette stehe ich gern früh auf. Los, erzähl mal, was ihr so in Nebel getrieben habt. Also, ich versuche mich kurz zu halten. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich muss jetzt einen ewig langen Dialog vorlesen. Ich genieße ein bisschen die Musik im Hintergrund, die ist fantastisch. Na toll, jetzt hast du mir den Appetit verdorben. Ist doch egal, Rauchen ist sowieso ungesund. Darum habe ich es längst aufgegeben, aber egal. Wir müssen diese Frau als echte Bedrohung ansehen. Das brauchst du mir nicht zweimal zu sagen, aber wie stellst du dir das eigentlich vor? Wenn sie über göttliche Kräfte verfügt, werden wir sie nicht so einfach besiegen können, zumindest nicht zu zweit. Egal, wir müssen unser Augenmerk zuerst auf Zordak richten. Mit ihm könntest du wohl auch jetzt allein fertig werden. Wegen diesem Mistkerl nicht so... Wenn dieser Mistkerl nicht so ein feiges Schwein wäre, hätte ich ihn längst gekillt. Jetzt wissen wir nicht, was er als nächstes plant. Ach, ich glaube, das Spiel wird uns das bald von alleine verraten. Womöglich ist bereits Lycée sein nächstes Ziel. Immerhin haben sich hier die meisten Menschen verschanzt. Du meinst, wir sollten hier bleiben und warten? Schon allein wegen der Schutzbarriere um die Festung bist du hier sicher aufgehoben. Moment, wieso Schutz? Ich kann gut auf mich selbst aufpassen. Gegen eine Göttin kannst du dich nicht wehren. Das solltest du inzwischen begriffen haben. Aber ich hab doch... Risa getötet. Ist sie denn tot? Man weiß es. Ach, vergiss es. Aber glaub nicht, dass du mich jetzt die ganze Zeit in diesem Haus festsetzen kannst. Naja, ich müsste eigentlich sowieso zur königlichen Stadtgarde, um eine Nachricht an Phil und die anderen überbringen zu können. Wieso klären wir das Ganze nicht nebenbei mit dem König? Hast du ein Rad ab? Die köpfen mich, sobald sie mich sehen. Nicht, wenn ich ihnen die Wahrheit sage. Immerhin bin ich hier ein recht bekannter Jäger. Auf mich werden sie hören. Aber... Keine Sorge, ich regle das. Na gut, wenn es unbedingt notwendig ist, bitte. Yay! Wir sind wieder vereint mit unserem Bruder. Mit Thorion. Gucken wir doch mal, ob wir irgendetwas noch abstauben können in den letzten paar Sekunden von diesem Video. Ja, es tut mir leid, wir sind jetzt heute, ja, wieder relativ nicht so weit gekommen. Warum kann ich diese Kiste nicht öffnen? Sind da vielleicht irgendwelche Pornomagazine drin von ihm? Na gut, dann hat sich da wohl erledigt. Wir werden das Ganze nun speichern und werden im nächsten Part, also morgen, mit dem König sprechen. Was wird uns erwarten? Wird sich der König als ein Hochschlapler aufweisen? Wird sich Zordak eventuell zeigen? Und was zur Hölle ist mit unseren anderen Kameraden passiert? Warum heißt Darra Yamon? Yamon! Und wird es Konsequenzen haben, dass wir uns von der Star Trek runtergebeamt haben? Schauen wir mal, ob wir eventuell nächstes Mal ein Problem haben. Bis dann. Ciao.